die Leichen nicht in die Wagen, die sie in den überschwemmten Bezirk bringen? Ach, vergiss es. Viel zu weit. Ich will mir ja nicht die Seuche holen. Du? Nein. Schützt das Elixier nicht dagegen? Vielleicht. Was soll's? Lass sie uns hier reinwerfen. Sollen die Ratten das machen? Krass. Die werfen einfach die Leichen hier runter und die Ratten fressen die auf. Ah, ich muss die Ratten jetzt ablenken und ihnen die Leichen vorwerfen. Wo muss ich dann hin? Ich muss bestimmt das Ventil öffnen. Ich habe 3 Leichen zur Verfügung. Gut, dann kletter ich mal hier rauf. Ratten. Leiche. Ah ja, komm schon. Komm, 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 komm. Los. Gut, die haben etwas zu beißen. Wow. Ah. Boah, mein Plan hat nicht gerade perfekt funktioniert. Komm schon. Boah, endlich. Schnelltaste, Steuerkreuz rechts. Der Attentäter Kongo, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden von Thronerbin Lady Emily, ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Hinweise auf seinen Verbleib sind augenblicklich der Stadtwache zu melden. Klettere Ketten hinauf, indem du auf sie draufspringst oder wieder drückst. Okay. Ich nehme den Rattenspieß hier. Dreh den Spieß mal um. Klettern wir rauf. Nein, nein, oh, stimmt schon. Wenn ich jetzt dahin gucke, springe ich dann auch dahin oder springe ich immer rückwärts? Ich glaube schon. Ja, stimmt schon. Ich dachte noch, das ist... Gut, jetzt wissen wir es. Brandbolzen. Hier hinten ist nichts mehr. Was haben wir hier? Nur eine Flasche. Die Menschen haben sich überall verstreut hier. In der Verdammt! Muss besser aufpassen. Auch in der Kanalisation hier unten. Seien Sie gegrüßt, Kabo, oder sollte ich kaiserlicher Schutzherr sagen? Das waren Sie doch, bevor der Titel Ihnen fälschlicherweise genommen wurde. Wir sind Diener des Kaiserreiches und der wahren Kaiserin. Eine Gruppe von Kaisertreuen, die sich sehr gerne mit ihnen treffen würde. Nehmen Sie diese Waffen, für sie aus dem feinsten Material der Insel hergestellt, und treffen Sie sich mit unserem Mann Samuel in der Nähe der Abflussrohre, die in den Wrenhafen führen. Zögern Sie nicht, viel Glück, wir haben ein gemeinsames Ziel. Nehme ich gerne, Spezialausrüstung. Oh lala. Das ist schön.
Was haben wir hier? Sonst noch? Select drücken, um was? Kacke. Ressourcen. Schlüssel, Ausrüstung. Diese lautlose und exotische Waffe ist aus dem feinsten Material gefertigt und wird dazu verwendet. Reguläre Bolzen, ja. Munition, Verbesserung. Verbesserungen habe ich keine. Missionshinweise auch nicht. Missionsgegenstände sowieso nicht. Und ja. Okay. Um den ausgerüsteten Gegenstand zu wechseln, drücke und halte L2, um die Schnellauswahl zu öffnen. Armbrust mit Betäubungsbolzen. Armbrustbolzen, Brandbolzen und eine Pistole. Nein, ich nehme die normale Armbrustbolzen mit. Und was haben wir hier noch? Eine Münze. Einen Beutel voll Münzen. Ja, jetzt muss ich noch dich wegnehmen hier. Entschuldigung. Ah, nein, wie komme ich denn? Ah, einfach die Türe öffnen. Drücke. Aha. Ich muss sprinten und dann unten durch rutschen. Wie sprinte ich? Kacke. Nee. Ah, ja. So. Geschafft. Kombination erforderlich. Jelly, für den Fall, dass du zu dumm bist, um dich zu erinnern, solltest du bei deinem Whisky nach der Antwort suchen. Verstanden? Wenn du deinen Anteil haben möchtest, wirst du es schon herausfinden. Wenn nicht, dann komm im nächsten Monat wegen dieser Sache erneut zurück. Okay. Und wo liegt sein... Wo liegt sein Whisky? Hier. Whisky. 451. Ja, aha. Kann ich hier... Ja. Also. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Und 1. Gesundheitselixier und Juwelenkästchen der Morays. Okay. Schließen wir dich wieder. Okay, sonst ist hier nicht viel. Wo lang muss ich denn jetzt? Hier geht's am besten hoch. Ja. An mir kommt er nicht vorbei, Sir. Weißt du, wen wir hier jagen? Versuch nicht, den Helden zu spielen. Aber was, wenn niemand in meiner Nähe ist? Dann mach beim Sterben möglichst viel Lärm. Tritt irgendwas um, wenn du kannst. Bastard. Drücke R1, um Gegenstände zu werfen, um so die Aufmerksamkeit eines Gegners zu erregen. Ja, ich werf die da unten hat es ja auch eine Flasche, aber dann sieht er mich wahrscheinlich. Kommen manchmal nachts her, um zu sterben. Verschwinden einfach im Wasser und das war's. Außer der läuft sowieso, ja. Oh, oh. Ah, das war ja gar nicht gewollt so. Schade. Kann ich hier sein Kästchen nehmen, das? Ah, Beute nehmen. Ja. Dich verstecke ich noch. Na gut, viel Platz zum Verstecken bleibt nicht. Ah, das wollte ich eigentlich viel spektakulärer machen. Mit so einem Falkensprung.
Ich mache den. Nein. Das hören die bestimmt. Sag Bescheid, wenn du meine Wache übernehmen willst. Das muss ich mir von dir nicht sagen lassen. Gut, er mich teilweise gesehen. Achtung, Bürger von Dunwall! Der Attentäter Kobo, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden von Thronerbin Lady Emily, ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Hinweise auf seinen Verbleib sind augenblicklich der Stadtwache zu melden. Kobo, boah, hier drüben. Endlich raus hier. Schnell, ich bin... Ich bin Samuel. Ich arbeite für ein paar ehrbare Leute, die Sie gern treffen würden. Sie sagten mir, Sie kämen hier raus, aber ich kann es immer noch kaum glauben. Ich bringe Sie zum Treffpunkt. Einfach nur den Fluss runter. Na gut, alter Mann, dann los oder warten Sie, ich brauche noch einen langen Augenblick. Nein, wir gehen. Ah, okay, die Missionsdetails. Gegner eliminiert 5, keine Terroristen, kein Alarm. Leichen oder bewusstlose Personen entdeckt. 3 Stück. Chaosfaktor niedrig. Okay. Sonderaktion Jellys Tresor geöffnet. Wir haben nichts gefunden, weil auch es gab auch nichts zu finden. Dafür hätte es 1010 Münzen herumliegen gehabt. Die habe ich nicht. Ich habe nicht mal ein Drittel. Doch, ein Drittel habe ich. Naja. Wir brechen auf zur nächsten Mission, aber das zeige ich euch im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch soweit so gut gefallen hier, die erste Mission, und hoffe auf baldiges Wiedersehen. Ciao Leute! Herzlich willkommen zum nächsten Part von Dishonored, die Maske des Zorn. Jetzt wollte ich Zorro sagen, aber das stimmt ja nicht. Wir setzen hier gleich fort, wir fahren hier gleich weiter und sind dann im Hound Pit Pub, trinken eins, haben auch eine schwierige Zeit hinter uns. Rattel sind im Rudel aggressiv, ja, haben wir gesehen. Sauviecher. Weiter. Das ist der Houndpits Pub. Für Kundschaft geschlossen, der halbe Bezirk als Seuchengebiet markiert. Direkt unter der Nase des Lordregenten und er merkt gar nichts davon. Wenn jemand herausfindet, was wir hier tun, wird uns die Wache mit gezogenen Schwertern stürmen. Und der Lord Regent wird jetzt nach ihrer Flucht die Stadt auf den Kopf stellen. Sie haben Admiral Havelock und die anderen Kaisertreuen getroffen? Auf den Admiral kann man zählen. Wenn jemand ihnen helfen kann, Lady Emily zu finden und ihren Namen reinzuwaschen, dann er. Was hast du denn sonst noch zu sagen, Samuel? Da drinnen arbeiten sie rund um die Uhr. Missionshinweise aktualisiert. Schäfer Samuel hat dich den Fluss vom Gefängnis von Coldridge entlang hierher geschmuggelt. Er arbeitet
für eine Untergrundorganisation, die gegen illegitime Herrschaft des Lordregent arbeitet und hat dich zu ihrem Stützpunkt gebracht, wo du ihre Mitglieder treffen sollst. Stoßen Sie dazu. Gut. Sie werden ihnen helfen, die wahren Mörder der Kaiserin zu finden. Finde ich gut. Gehen wir rein oder nach dir? Okay, nach mir. Es beginnt also, Admiral. Wir haben ihn gefunden. Selbst nach... Wir reden später weiter, Lord Pendleton. Der Mann der Stunde ist hier. Corvo, ich bin Admiral Havelock, ein wahrer Diener des Kaiserreichs, so wie Sie. Bis der Lord Regent alle Verbannte, die seinen Anspruch auf den Thron nicht gut hießen. Und ich bin Lord Trevor Pendleton. In dieser Gruppe repräsentiere ich die Edelleute. Aber der Stand spielt keine Rolle hier im Hound Pub. Das ist ein bedeutsamer Moment, Corvo. Hören Sie, wir gründeten eine Gruppe von Kaisertreuen, um die Tyrannei des Lordregenten zu beenden und den Thron wiederherzustellen. Wir riskieren unser Leben, doch wir haben uns verpflichtet, Lady Emily zu finden und ihre Krönung zur Kaiserin zu sehen. Große Pläne. Doch ohne sie kann keiner gelingen. Wir brauchen ihre Fähigkeiten, ihr Kampfgeschick. Und wenn sie uns helfen, helfen wir ihnen, die Mörder der Kaiserin zu stellen. Verzeihen Sie, Sie müssen müde sein. Wir reden später weiter, wenn Sie sich ausgeruht haben. Bevor Sie sich zurückziehen, sollten Sie sich bei Piero vorstellen. Manchmal ist er etwas schwierig. Mit seinem genialen Geist hat er das Recht dazu. Ja, Piero ist Künstler und Techniker in einem. Er wird die Ausrüstung herstellen, die Sie brauchen. Sprechen Sie mit ihm und dann ruhen Sie sich aus. Wir reden später. Okay. Ein Bier bitte. Kein Baumann hier. Gut, dass Sie hier gehen sind. Wir zu nichts Piero. Gegen die anderen. Aber es gibt nichts Besseres als jemanden, der dem Kaiserreich gedient hat. Meine Rede. Ich mag dich auch. Gut, wir gehen zu Piero. Hey. Greifen. Runter. Witzig, man kann überall hin eigentlich. Also ich weiß nicht, ob das nachher auch noch der Fall ist. Verarbeitetes Walöl. Hier auch noch. Ah, ich drücke immer X. Okay. Ja, komm, Kette.